Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte A 87, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Ausbau und Unterstützung statt Misstrauen und Geheimdienstregelabfrage für Projekte, Mitarbeiter und Berater der Demokratieförderung und Gewaltprävention Hessen, mit dem Top 96, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend bewährte Arbeit im Bereich Extremismusprävention sichern. Die Drucksache sind 195754 und 195776. Die vereinbarte Redezeit sind 5 Minuten. Ich erteile das Wort Herrn Kollegen Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Proteste zahlreicher namhafter Verbände und Organisationen in der Präventionsarbeit haben uns veranlasst, den vorliegenden Dringlichen Antrag einzubringen. Unser Antrag betont die Bedeutung der Projekte, der Mitarbeiter und der Berater der Demokratieförderung und Gewaltprävention in Hessen. Wir danken Ihnen für Ihre wichtige, langjährige Arbeit, und wir fordern, diese Projekte weiter auszubauen und zu unterstützen, statt ihnen mit Misstrauen und einer Geheimdienstkontrolle zu begegnen. Wenn Sie, Herr Minister Beuth, und meine Damen und Herren von CDU und GRÜNEN, das nun angeblich genauso sehen, dann sollten Sie das hier und jetzt auch deutlich machen. Durch Zustimmung zu unserem Antrag, durch Rücknahme der geänderten Förderrichtlinie und durch Rücknahme des Verfassungsschutzgesetzes, wo genau dieses Misstrauen und eine Regelanfrage durch die Geheimdienste drinsteht. Alles andere bleibt ansonsten unglaubwürdig. Ein kurzer Blick zurück. Die Vereine und Träger der politischen Bildung, der Prävention und Demokratieförderung sind zu Recht Sturm gelaufen, flankiert von der Presse. Können Sie weiter nur Landesmittel erhalten, wenn Sie bereit sind, die Träger und deren Mitarbeiter einer Regelanfrage durch den Geheimdienst zuzustimmen. So steht es in den neuen ausgestellten Förderbescheiden, und so steht es auch im schwarz-grünen Entwurf zum Verfassungsschutzgesetz. Angeblich ist das ja ein Gesetz mit grüner Handschrift, Herr Frömmrich. Wie kamen Sie denn eigentlich auf diese Idee? Ja, frage ich Sie an dieser Stelle. Wir LINKEN sagen, natürlich muss man in sicherheitsrelevanten Bereichen schauen, wer da arbeitet, z.B. damit in Flüchtlingseinrichtungen keine Nazis als private Wachleute arbeiten. Aber das ist Aufgabe der Polizei. Also darum kein Demokratieprojekt, das durch Geheimdienste kontrolliert werden soll oder überwacht werden soll. Es gibt keinen Grund, den Projekten und ihren Mitarbeitern mit einem Generalverdacht zu begegnen, so wie das geschehen ist. Laut Ihren Vorschriften sollen bereits Hinweise beim Geheimdienst zum Ausschluss der Projektträger ausreichen. Bereits Hinweise. Wir wissen, Projektträger haben keine Möglichkeit, einen Ausschluss juristisch überprüfen zu lassen. Und wir wissen, Hinweise, die Geheimdienste erhalten, sind oft ohne Qualität und politisch bestimmt. Deswegen, Herr Minister und meine Damen und Herren von CDU und GRÜNEN, ein bisschen zurückrudern ist in einer eiligst einberufenen Sondersitzung mit den Trägern am Montag dieser Woche, und die nur auf öffentlichen Druck zustande gekommen ist, reicht nicht aus. Es braucht Taten statt Worte. Deshalb legen Sie schnellstmöglich eine Förderrichtlinie vor, ohne Geheimdienstabfragen gegen Projektträger. Verzichten Sie auf die geplanten Regelabfragen durch den Geheimdienst im neuen Verfassungsschutzgesetz, und vor allen Dingen überdenken Sie Ihren Politikansatz des Misstrauens gegen Hunderte Ehrenamtliche, die sich in lokalen Aktionsplänen gegen Rassismus, in der Gewaltprävention und in der Demokratieförderung Gott sei Dank engagieren. Vielen Dank. Herr Abg. Bellino, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Bekämpfung des Extremismus eine der herausragendsten Aufgaben der Innenpolitik und der Politik im Ganzen ist.
Und wenn wir über Extremismus sprechen, dann reden wir zumindest über Rechts-, über Linksextremismus, über Islamismus und über jede andere Art des Extremismus. Und wir sind uns auch, zumindest in der CDU und der Bündnis 90 Grünen, einig, dass die Bekämpfung des Extremismus bei der Prävention anfängt. Nicht bei der Sanktion, die gehört auch dazu, dass man eben Straftäter finden muss, dass man ihn habhaft werden muss, aber in der Prävention. Und deshalb sind das ja keine Lippenbekenntnisse, sondern Sie wissen, dass wir dort sehr viele Programme haben, die sich mit den verschiedenen Feldern des Extremismus auseinandersetzen, um ihre Geleitete eine Chance zu geben, wieder zurückzukommen. Und Sie werden es ja noch in Erinnerung haben, dass wir im Einzelplan 03 für 2018 5,7 Millionen Euro dafür vorgesehen haben, eine Summe, die noch nie so hoch war und die mit Sicherheit sinnvoll eingesetzt wird. Ich habe deshalb die Aufregung nicht ganz verstanden, die aufkam, als man sagte, dass jemand, der staatliche Gelder bekommt, muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung betätigen und werden sie bekennen. Und dass jemand, der in diesem sensiblen Bereich tätig ist, dann auch eine Nachfrage akzeptieren sollte, die eben zeigt, jawohl, dieser Organisation oder den betreffenden Menschen kann man dieses sensible Thema anvertrauen. Ich darf daran erinnern, wenn jemand bei der Jugendfeuerwehr beispielsweise in der Jugendarbeit aktiv ist als Leiter, dann wird ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Warum? Nicht, weil man einen Generalverdacht gegen die Jugendfeuerwehr hat oder gegen irgendeinen Menschen, den man ja noch gar nicht kennt, wo man nachfragen will, ist etwas über diesen Menschen bekannt, sondern weil es leider beklagenswerte Vorgänge gab. Missbrauch und anderes. Das war der Hintergrund. Es ging und geht nicht darum, ein Misstrauensvotum oder eine Misstrauenserklärung abzugeben, sondern es geht in erster Linie darum, präventiv unterwegs zu sein, damit nicht die Falschen in ehrenwerten Organisationen tätig werden, die quasi unterwandern können und deren hehre Zielsetzung schaden können. Und es geht letzten Endes darum, diese Organisationen, aber auch die Gesellschaft vor diesen Missetätern zu schützen. Ich halte das nicht für verwerflich, ich habe das auch nicht für verwerflich gehalten. Ich sage aber auch klar, und das haben wir alles lesen können, dass ja aufgrund der Missverständnisse ein Gespräch mit den Trägern stattgefunden hat und dass man ja da eine Sprachregelung gefunden hat, die, glaube ich, jetzt alle zufriedenstellt, dass diejenigen, die eben schon bewährt unterwegs sind, eben tatsächlich dieser, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Überprüfung nicht unterliegen. Ich sage aber auch, diese Träger müssen sich ihrer großen Verantwortung nach wie vor bewusst sein. Wir haben alle am 12.12. in der Frankfurter Neuen Presse eine Aussage gelesen, auch einen Kommentar, wie gefährlich es ist, wenn eine Organisation, in diesem Fall war es Anne Frank, eine herausragende Organisation, die dort erfolgreich unterwegs ist, aber wenn sie dort eben auf Podiumsdiskussionen sitzt, wo eben Menschen dabei sind und auch im Einladungskreis dabei sind, die eben nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und wenn man dort dann auch eine leitende Mitarbeiterin hat, die eben sich in anderen Bereichen im Klapperfeld aufhält, wo eben nachweislich eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung, eben nicht gewahrt wird. Herr Boris Rhein wollte da rein, um nach. Ja, der wollte sich. Ich glaube, das Thema eignet sich jetzt nicht für Klamauk. Ich glaube, es eignet sich nicht für Klamauk. Also insofern denke ich, auch wenn die Linken das witzig nehmen, weil die wollen natürlich immer ablenken, wenn es um Linksextremismus geht, den sie ja negieren. Aber dennoch bleibe ich bei der gebotenen Sachlichkeit und sage, wir finden diese gefundene Sprachregelung für in Ordnung. Wir sagen aber auch, bei neuen Trägern muss man in der Tat das verlangen dürfen, dass sie sich schlicht und ergreifend zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und dass diejenigen, die dort tätig sind, auch eine entsprechende Überprüfung akzeptieren müssen. Denn der Bereich ist viel zu sensibel, als dass wir hier nachlässig sein können. Das Wort hat der Kollege Greilich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wer wie wir Freie Demokraten für Vielfalt und liberale Werte steht, muss sich auf der anderen Seite natürlich gegen jegliche Form von Extremismus mit aller Härte stellen, egal ob das Links- oder Rechtsextremismus ist. Und da der Staat diese Aufgabe der Extremismusprävention
nicht alleine schultern kann, danken wir ausdrücklich all denen, die ehrenamtlich aktiv sind, die sich im Bereich der Extremismusprävention und auch der Extremismusbekämpfung einsetzen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die insbesondere auch von Ehrenamtlichen erfüllt wird. Und da wir diese ehrenamtliche Arbeit unterstützen möchten, habe ich in der gestrigen Haushaltsdebatte auch sehr ausdrücklich die Erhöhung der bereitgestellten Gelder für das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gelobt. Ich darf daran erinnern, dass wir sogar zusätzlich beantragt haben, weitere Gelder zur Verfügung zu stellen, um das Programm auch auszuweiten, ausdrücklich auf die Bekämpfung des Linksextremismus, wo aus unserer Erfahrung und den Erfahrungen der Anhörung bis jetzt zu wenig geschieht. Aber wir müssen dann auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass der Staat seine Zuwendung nicht anlasslos verteilt, sondern dass staatliche Gelder zweckgebunden sind und dass wir gerade im Bereich der Extremismusprävention natürlich ein sehr klares Ziel verfolgen. Und aufgrund dieser Zweckgebundenheit der Fördergelder steht dem Land Hessen nicht nur das Recht zur Überprüfung zu, ob die bereitgestellten Gelder auch tatsächlich für den Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ausgegeben werden, sondern im Gegenteil nicht nur das Recht, sogar die Pflicht trifft den Staat, dort eine entsprechende Kontrolle vorzunehmen. Nun gab es die Diskussion, die auch Anlass für die Debatte heute ist, durch die neuen Regelungen zur Überprüfung der Tauglichkeit von Partnern und die Regelung, die wir ja noch zu beraten haben, die im Verfassungsschutzgesetzentwurf enthalten ist. Das ist eine problematische Geschichte, weil wir natürlich eines verhindern müssen. Das dürfen auch nicht Mitarbeiter und Organisationen unter Generalverdacht gestellt werden. Wir brauchen eine Lösung des Zielkonfliktes, die es ausschließt, dass im Bereich der Bekämpfung z.B. des Rechtsextremismus aktive Linksextremisten von staatlichen Fördergeldern profitieren, genauso wie wir verhindern müssen, dass Ehrenamtliche unter Generalverdacht gestellt werden. Aus unserer Sicht wäre z.B. denkbar die Einführung einer Demokratieerklärung, die als Auflage der Zuwendungserteilung von den Demokratieprojekten abgegeben werden müsste. So etwas gab es einmal auf Bundesebene. Das wurde dann bedauerlicherweise von Frau Schwesig, die der Auffassung ist, dass es Linksextremismus nicht gibt, wieder einkassiert. Das war meines Erachtens ein schwerer Fehler. Eine solche Demokratieerklärung muss beinhalten ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass die als Partner ausgewählten Organisationen, Referenten, Mitarbeiter sich ebenfalls zu den Zielen des Grundgesetzes verpflichten. Da bin ich einerseits dankbar, dass Kollege Bellino auch schon auf die problematische Situation in Frankfurt hingewiesen hat. Ich bin allerdings mit der gefundenen Sprachregelung, so wie sie bis jetzt jedenfalls kommuniziert worden ist, nicht so ganz glücklich. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll es ja so sein, dass diejenigen, die bis jetzt schon Zuwendungsempfänger waren, das auch ohne weitere Auflagen und Dinge bleiben. Und wenn es dann so ist, dass bei dem Zuwendungsempfänger Bildungsstätte Anne Frank sicherlich eine honorige Einrichtung, aber mit der Problematik, die Kollege Bellino geschildert hat, dort ein bekanntes Mitglied der Frankfurter autonomen Szene und Aktivistin des Anlaufpunktes für Linksextremisten, für gewaltbereite Linksextremisten in der Klapperfeldstraße, weiterhin dort Menschen dieser Art beschäftigt. Da muss man schon einmal die Frage stellen, wie man damit umgehen will. Und einfach ein Weiter-so kann es dann sicherlich nicht sein, sondern dann muss etwas gemacht werden. Eine entsprechende Klausel, die eine Demokratieerklärung verlangt, ist verfassungskonform, wenn sie gleichheitsgerecht ausgestaltet wird und von allen Zuwendungsempfängern eingefordert wird, also auch von denen, die bisher schon dabei sind. Es kann keinen Bestandsschutz geben. Jeder Förderempfänger muss ohne Ausnahme ein entsprechendes Bekenntnis abgeben. Das dürfen wir in einem demokratischen Rechtsstaat von sich dazu bekennenden Demokratieprojekten auch wohl erwarten. Ich sage abschließend, wir werden dem Koalitionsantrag zustimmen, weil er im Gegensatz zu dem, was im Verfassungsschutzgesetzentwurf steht, und im Gegensatz zu dem, was ich zumindest bis jetzt lesen konnte an Erklärungen, was dort wohl vereinbart und vorgesehen ist,
eine sehr klare Positionierung bringt und insbesondere die Frage, wie man das ausgestaltet, in der Ziffer 7 des Antrags offen lässt. Das, was da drin steht in dem Antrag, können wir uneingeschränkt mittragen, aber wir werden insbesondere beim Verfassungsschutzgesetz dann noch sehr genau zu diskutieren haben, wie das im Einzelfall ausgestaltet werden muss. Frau Kollegin Faeser, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wir, die SPD-Fraktion, möchten zunächst denjenigen, die hier in Hessen als freie Träger, als Ehrenamtliche, als dort Angestellte bei den freien Trägern wertvolle Arbeit in der Präventionsarbeit bei der Extremismusbekämpfung leisten, ganz herzlich unseren Dank aussprechen. Und es sollte eigentlich in diesem Hause unstreitig sein, wenn es wirklich erhärtete Hinweise gibt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht eingehalten wird von den Trägern, dass dann auch etwas gemacht wird. Aber der Anlass der heutigen Debatte ist ein anderer, und den will ich hier noch einmal aufrufen, weil der nämlich nicht so ohne ist, wie Herr Greilich das eben dargestellt hat. Wir haben eine jahrelange Zusammenarbeit mit vielen Trägern hier in Hessen, die wertvolle Arbeit leisten, ohne die das Innenministerium die Präventionsarbeit nicht bewältigen könnte. Und ich muss sagen, dass durch die Regelung im Verfassungsschutzgesetz und durch neue Förderrichtlinien, die nämlich den Trägern schon zugestellt wurde, wo von einer anlasslosen sicherheitsbehördlichen Überprüfung durch den Verfassungsschutz zugestimmt wurde, werden sollte, ein solcher Bruch dieses Vertrauensverhältnisses liegt, dass hier der Anlass dieses Antrags mehr als berechtigt ist, meine Damen und Herren. Weil was zeigt das denn? Das zeigt eine Grundhaltung des Misstrauens gegenüber den Trägern, die dort wertvolle Arbeit seit Jahren geleistet haben, und nichts anderes. Und dann muss man schon einmal fragen, wie kam es denn zu diesen Regelungen? Wir haben hier ein Fraktionengesetz von CDU und GRÜNE zum Verfassungsschutz vorliegen, wo in § 21 Absatz 1 Nummer 2 Lit I eine Regelung der regelmäßigen verfassungsrechtlichen Überprüfung aufgenommen wurde. Und wir haben neue Überprüfungsrichtlinien den Trägern zugeschickt. Also, das heißt, welche Haltung steht denn dahinter? Und jetzt würde ich mal sagen, mit Sicherheit nicht die der GRÜNEN. Und insofern stellt sich die Frage, wer hat denn das Gesetz geschrieben? Wer hat denn das Gesetz geschrieben für die Fraktionen? Ich gehe einmal davon aus, das Innenministerium. Also ist hier eine Haltung des Innenministers, des regelgerechten Misstrauens gegenüber diesen Trägern, was hier zum Ausdruck kommt. Der Innenminister kommt ja aus dem Rheingau. Jetzt kann es ja sein, er hat ja einen sehr bekannten Ziehvater, Klaus-Peter Wiltsch. Mitglied des Deutschen Bundestages, der Kreisvorsitzende, glaube ich. Der hat vor Kurzem, ich darf das zitieren, wurde er zitiert mit, ferner fordere er, also Klaus-Peter Wiltsch, hinsichtlich der kriegsähnlichen G20-Ausschreitung der Linksextremisten in Hamburg die Wiedereinführung der Loyalitätsklausel bezüglich unserer Demokratie für staatlich geförderte Vereinigungen. Das ist genau dieses Misstrauen, das hier zum Ausdruck kommt, in diesen Regelungen beim Verfassungsschutz und in den Förderrichtlinien. Da erwarten wir heute schon eine Erklärung, wie das denn zustande kommt, mit welcher Haltung, Herr Innenminister. Jetzt entnehmen wir Ihrer Pressemitteilung. Mehr haben wir nämlich nicht. Sie liegen noch keine gesetzlichen Änderungen vor des Verfassungsschutzgesetzes, dass Sie etwas ändern wollen daran, was Sie zunächst vorgelegt haben. Dessen müssen Sie sich auch bewusst sein. Jetzt lesen wir dort von einer anlassbezogenen Überprüfung in der Pressemitteilung. Was heißt das denn? Wann ist denn ein solcher Anlass gegeben? Und ich frage das deshalb, weil ein Aspekt mir bislang viel zu kurz gekommen ist in dieser Debatte. Wenn ich so ein Misstrauen sehe, dann öffnet das doch denjenigen Tür und Tor,
die nichts anderes machen, als im Internet, über soziale Medien, über Blog-Einträge solche Trägervereine zu denunzieren. Und das ist doch genau das Problem, was damit produziert wird. Und ich will hoffen, dass das, was bei VPN letzten Sommer passiert ist, dass nämlich nur aufgrund eines Blog-Eintrages Mitarbeiter in Generalverdacht gestellt wurden, so etwas in Hessen bitte schön nicht mehr passiert. Deswegen werden wir sehr genau darauf achten, dass die Regelungen, die da neu kommen sollen, ein grundsätzliches Vertrauen in die bestehende Trägerlandschaft trägt und dass das auch langfristig gesichert ist, meine Damen und Herren. Hier habe ich ihn. Herr Kollege Frömmrich, Sie haben das Wort. Beliebig. Beliebig, Herr Kollege Bellino. Beliebig wird es dann trotzdem. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wir sind uns doch in der Einschätzung, was die Frage der Präventionsarbeit in diesem Lande angeht, ich sage mal, bis auf vielleicht die ein oder andere Besonderheit, sind wir uns doch, glaube ich, einig, dass die Präventionsarbeit in diesem Lande für uns eine ganz hohe Priorität hat, dass das, was da in vielen Initiativen, Trägervereinen, Bildungswerken und anderen an Arbeit geleistet wird, von uns in einem hohen Maße geschätzt wird, dass dort eine wirklich gute Arbeit gemacht wird. Und von daher darf doch gar kein Zweifel daran bestehen, dass wir die Arbeit der Menschen, die das für uns tun, von uns hochgeschätzt wird. Und wenn ich da gerade so Zweifel gehört habe, es sind doch gerade die Vereine, mit denen wir und die Träger und die Verbände, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, das sind doch die, die jeden Tag im Prinzip unter Beweis stellen, dass sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, weil sie für uns diese Aufgabe wahrnehmen, weil sie für uns Demokratiebildung machen, weil sie bei uns in ganz schwierigen Situationen Extremismus, Menschen mit Menschen arbeiten müssen, die in extremistische Bereiche abgeglitten sind, sei das Rechtsextremismus, sei das Islamismus, Salafismus. Die tun diese Arbeit, die machen das für uns sehr engagiert, und deswegen stellen die eigentlich jeden Tag unter Beweis, dass sie für unsere Demokratie und für unser Grundgesetz sich einsetzen. Und deswegen danken wir Ihnen ausdrücklich für diese gute Arbeit, die Sie da machen. Und dass wir das als Regierung, als die regierungstragenden Fraktionen, dass wir das unterstützen, haben wir in den letzten Jahren ziemlich deutlich gemacht. Und wenn man das nicht glauben will, dann muss man sich einfach einmal die Haushaltspläne der letzten Jahre angucken. Wir haben mittlerweile ein Haushaltsvolumen erreicht in dem Bereich, was die Extremismusprävention angeht. Wir stellen insgesamt 5,7 Millionen € dafür zur Verfügung. Wir machen das, was vorher von den Trägervereinen und von vielen immer gefordert worden ist. Wir nehmen eigenes Landesgeld in die Hand, weil immer gesagt worden ist, es reicht eben nicht aus, Modellprojekte sich fördern zu lassen vom Bund und dann nach drei Jahren wieder ein neues Modell aufzusetzen, sondern wir brauchen Kontinuität in dieser Arbeit. Und für diese Kontinuität brauchen wir natürlich die Menschen, die das für uns machen. Und deswegen sind uns diese Projekte so wichtig. Und deswegen haben wir auch diese 5,7 Millionen € im Landeshaushalt zur Verfügung gestellt, damit wir diese Arbeit weiter fördern können und damit wir diese Menschen, die diese Arbeit machen, auch in ausreichendem Maße unterstützen können. Und gerade meine Fraktion ist mit diesen Trägern und mit denen, die dort diese Arbeit leisten, in sehr engem Kontakt. Wir haben jetzt auch noch einmal für den Haushalt mit den Koalitionsfraktionen einen Haushaltsantrag vorgelegt, wo wir gesagt haben, wir wollen da noch einmal 250.000 € auf diese Präventionsarbeit obendrauf legen, weil wir glauben, dass ein Feld dieser Präventionsarbeit, nämlich die Frage Internet, viele radikalisieren sich im Internet, das wissen wir heute. Wir brauchen da niederschwellige Angebote, Beratungsangebote im Internet für die, die sich da bewegen. Deswegen haben wir das erkannt, und deswegen haben wir gesagt, da brauchen wir vielleicht noch einmal jemanden, der uns da ein Konzept erarbeitet und der für uns diese Arbeit macht. Ich will da einen Strich drunter machen und will sagen, es darf doch gar kein Zweifel daran bestehen, dass dieser Regierung und dass diesen Regierungsfraktionen diese Präventionsarbeit ein hohes Gut ist und dass wir diese Menschen, die für uns diese Arbeit machen,
nach allen Regeln unterstützen, und das tun wir. Da gibt es gar keinen Zweifel daran. Und auch von Ihnen muss der nicht geschürt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt hat es Irritationen gegeben, und die sind auch öffentlich ausgetragen worden. Und da hat man das gemacht, was man in einer Koalition macht. Man redet miteinander. Man redet dann mit denen, die betroffen sind. Das haben wir auch getan, in großer Runde, und haben uns darauf geeinigt, dass da Änderungen herbeigeführt werden. Und dieses Gespräch ist zu einem guten Ende gekommen. Und das sagen auch diejenigen, die davon betroffen sind. Und darüber sind wir sehr froh. Und da weiß ich gar nicht, warum man daran rumkrittelt. Da müsste eigentlich auch DIE LINKE sagen, es ist doch gut, dass man sich mit den Trägervereinen auf eine gemeinsame Linie geeinigt hat und dass wir da zufrieden sind. Wir zumindest, es geht ja nur ums Schreien bei Ihnen, Herr Schaus, vielleicht hören Sie einfach zu. Das ist ein ernstes Thema, finde ich. Wir jedenfalls sind sehr froh, dass wir diese konstruktiven Gespräche geführt haben, die Fraktionen, der Innenminister mit den Trägerverbänden und mit den Vereinen. Wir sind, glaube ich, zu einer guten Lösung gekommen. Und das ist am Ende das, was zählt. Wir wollen diese gute Arbeit, die da gemacht wird, auch weiterhin fortsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will am Schluss noch eine Anmerkung machen. Ich würde mir auch wünschen. Auf die Schnelle, gell? Oh. Ich bin schon am Ende. Ja. Ich würde mir auch wünschen, dass, wenn es zu Problemen kommt, und ich habe das Stichwort ist ja hier VPN gesagt worden. Ich kann nur sagen, als VPN, das durch die Öffentlichkeit gegangen ist, als es in der Zeitung gestanden hat, da waren alle anderen, die sich hier auch in vielen Presseerklärungen geäußert haben, die lagen alle im Schützengraben. Da waren es die Koalitionsfraktionen, CDU, Grüne und der Innenminister, der sich vor VPN gestellt hat und haben ausdrücklich gesagt, es kann nicht sein, dass auf Grundlage von solchen Berichten eine ganze Institution unter Generalverdacht gestellt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man am Ende vielleicht auch mal sagen. Uns ist das wichtig, wir unterstützen das, und wir haben eine gute Lösung gefunden. Herzlichen Dank. Herr Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Wir hatten ja darauf hingewiesen, dass der Redner eigentlich keine Zeit mehr hat. Und dann bitten wir auch zukünftig, dass alle Abgeordneten gleich behandelt werden. Das war sicherlich deutlich, dann mehr als 5 Minuten, zumal der Redner das dann auch noch sehr extensiv ausgenutzt hat. Sehr geehrter Herr Geschäftsführer der SPD-Fraktion, zunächst einmal können Sie gar nicht beurteilen, wen ich vor Vorteil benachteile, weil ich es nicht tue. Kein Redner exakt ist auf die 5 Minuten. Alle haben ein bisschen mehr geredet. Der Kollege hat seinen Satz begonnen, dann hat er noch 9, 5, 1 Minute noch gehabt. So, das ist das Einzige. Und alle anderen haben immer ein bisschen drüber geredet. Ich habe gar nichts gesagt, ich hätte noch reden können. Ich habe keinen Hinweis gegeben, nichts. Ich habe Sie nicht ermahnt, dass die Redezeit fertig ist. Nichts. Und deswegen, man muss nicht jeden Punkt nehmen, um zu sagen, die sind einseitig. Das lasse ich auch nicht zu, auch für meine Vizepräsidenten nicht. So. Jetzt. Jetzt hat der Innenminister das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte nur gesehen, dass der Abg. Greilich noch einmal gezuckt hatte mit dem gelben Zettel. Deswegen dachte ich, er käme noch einmal vor mir dran. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung unterstützt Initiativen, die sich für ziviles Engagement, demokratisches Verhalten und Vielfalt in der Gesellschaft einsetzen. Denn diese Werte bilden die Grundpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft. Sie sind in Gefahr, wenn extremistische Gruppen an Raum gewinnen. Und deswegen ist die Extremismusprävention und Bekämpfung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus jedoch gleichermaßen, dass extremistischen Organisationen oder Personen, die nicht die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten, keine direkte oder indirekte Förderung zuteil werden darf. Unterwanderungsversuchen von geförderten Initiativen durch solche Personen oder Gruppen muss wirksam begegnet werden, ungeachtet dessen, ob sie den Bereichen islamistischer Extremismus, Rechts- oder Linksextremismus angehören. In diesem Zusammenhang ist daher ein sorgsames Vorgehen erforderlich.
ein sorgsames Vorgehen erforderlich. Im Rahmen dieses Vorgehens setzen wir auf eine Zusammenarbeit mit den Trägern, deren Maßnahmen mit Mitteln des Programms, z.B. Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit gefördert werden, um gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass eine Unterstützung extremistischer Strukturen durch die Gewährung materieller Leistungen oder immaterieller Leistungen vermieden wird. Meine Damen und Herren, das ist ein Zitat aus einem Begleitschreiben von Frau Kollegin Schwesig. Mittlerweile wird das Haus verantwortet von Frau Kollegin Barley. Ich kann im Grunde genommen dem kaum etwas hinzuzufügen. Nach diesen Regeln verhalten wir uns hier im Lande Hessen auch, meine Damen und Herren. Und weil Sie mich persönlich angesprochen haben, ich hege kein Misstrauen. Aber Sie haben gefragt, warum führen wir diese Diskussion überhaupt? Ja, wenn Sie sozusagen in den letzten Monaten die Debatten über diese Fragen nicht verfolgt haben, dann weiß ich es nicht. Ich gehe davon aus, dass Sie das gemacht haben. Wir hatten das Problem mit DIF. Wir hatten dort zwei Organisationen, leider, die ein bisschen schwierig waren. Wir hatten, da hat übrigens das Bundesfamilienministerium schwerstens gerudert, weil die die Verantwortung dafür getragen haben für diese Frage. Wir haben diesen falschen Verdacht bei VPN gehabt, aber es war doch richtig und korrekt schon im Interesse von VPN, dass wir diesen falschen Verdacht ausräumen. Das ist doch wichtig. Und jetzt will ich Ihnen einmal sagen, warum das wichtig ist. Weil natürlich durch diese Verdächtigungen am Ende in der Öffentlichkeit ein Eindruck entstanden ist, der die Organisation diskreditiert, aber noch viel wichtiger, die Partner verunsichert. Wir wollen doch, dass Extremismusbekämpfung in Schulen stattfindet. Aber wenn Schulleiter oder die verantwortlichen Lehrer bei uns anrufen, können wir die überhaupt noch engagieren für die Extremismusbekämpfung, dann leidet doch das gesamte Programm. Und deswegen ist das wichtig, dass wir dort vorsichtig sind, um auch Schaden von den Projekten fernzuhalten. Und deswegen haben wir einen guten Weg gefunden. Es gibt bei uns keine Generalverdächtigung. Die etwaigen Missverständnisse konnte ich am Montag, soweit ich das von meiner Warte aus sehen kann, mit den Trägern auch entsprechend ausräumen. Das war in einem Gespräch. Übrigens, Herr Kollege Schaus, das ist nicht das erste und einzige Gespräch gewesen. Der hessische Innenminister ist gemeinsam mit dem HKE am laufenden Band im Gespräch mit den Verbänden. Und insofern ist das nichts Neues. Die Missverständnisse sind nach meinem Eindruck ausgeräumt worden. Wir können jetzt sagen, es gibt keinen Generalverdacht bei uns im Lande Hessen, was die Extremismusprävention angeht. Aber, und das ist auch unsere Aufgabe und auch insbesondere meine Aufgabe, es gibt auch keine Sicherheitslücke. Dafür werden wir Sorge tragen. Vielen Dank. Frau Abgeordnete Wissler, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte einmal auf etwas hinweisen, weil das VPN, das Violence Prevention Network, jetzt mehrfach genannt wurde. Ich will einmal darauf hinweisen, dass in dem Gesetzentwurf, also der mit der grünen Handschrift, wenn man sich einmal die Begründung anschaut, und zwar die Begründung zu dem § 21, also wo es um die Extremismusklausel geht, dass in der Begründung das VPN namentlich genannt ist, und zwar als einzige Organisation. Das heißt also eine Organisation, die im Bereich Prävention, im Bereich Salafismus aktiv ist, die eine wichtige Anlaufstelle ist für Lehrer, für Eltern, für Jugendliche, die Anfang des Jahres in der Situation waren, dass zwei ihrer Mitarbeiter zu Unrecht verdächtigt wurden durch Hinweise des Verfassungsschutzes und zu Unrecht verdächtigt wurden, selbst Kontakte in die salafistische Szene zu haben, die suspendiert wurden, Mitarbeiter, die suspendiert wurden, mit all den medialen Begleiterscheinungen, was ja der Arbeit des VPN, die eine sehr gute Arbeit leisten, nicht, wirklich nicht geholfen hat. Mittlerweile ist klar, dass es falsche Verdächtigungen waren. Mittlerweile ist klar, beide Mitarbeiter und die Mitarbeiterin arbeiten wieder beim VPN. Aber dass sie ausgerechnet dieses Netzwerk, das Opfer einer Falschverdächtigung wurde,
jetzt namentlich als einzige Organisation namentlich in die Begründung Ihres Gesetzentwurfs, das ist Seite 56, lesen Sie es nach. In der Begründung steht das VPN, wo jetzt Herr Frömmrich gerade gesagt hat, die machen gute und wichtige Arbeit. Kann doch nicht wahr sein, dass Sie genau diese Organisation als Begründung für die Extremismusklausel da reinschreiben. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Nachdem gerade eine Falschverdächtigung war. Und dass Sie das VPN, was gerade Opfer einer Falschverdächtigung war, jetzt als namentliches Beispiel dafür nennen, dass Sie alle Projekte, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Projekten durch den Verfassungsschutz überprüfen lassen wollen. Und das halte ich wirklich für eine Frechheit. Also, ich finde, beim VPN müsste man sich entschuldigen für diese Falschverdächtigung, aber ihn nicht noch in die Begründung des Gesetzentwurfs schreiben als Begründung für diese Maßnahme. Und auch da frage ich mich, wie ist denn das VPN da reingekommen? Also, mittlerweile weiß ja keiner mehr, wer es geschrieben hat. Innenministerium, vielleicht hat es der Verfassungsschutz auch gleich selber geschrieben, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Die GRÜNEN haben es ja offensichtlich weder geschrieben noch vernünftig durchgelesen, sonst wäre Ihnen das ja aufgefallen, dass das da drin steht. Aber da frage ich mich schon, wie kommt denn das da rein? Wie schreibt man denn in die Begründung dann auch noch genau das VPN mit rein? Und das finde ich wirklich. Und natürlich ist das doch, was ist das denn anderes als Misstrauen gegenüber den Organisationen? Also, es kann doch nicht sein, dass das Landesamt für Verfassungsschutz, wo wir wirklich gesehen haben in den letzten drei Jahren im NSU-Untersuchungsausschuss, welche Verfehlungen und welche Probleme es war, die jetzt alles ernstens so etwas der Bildungsstätte Anne Frank jetzt zu erklären, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen zukünftig genau von diesem Landesamt sicherheitsüberprüft werden, das ist doch absurd. Das ist doch völlig absurd. Und das ist natürlich ein Misstrauen, das Sie haben gegenüber diesen Organisationen. Und deshalb, wenn man sagt, man setzt sich zusammen, man setzt sich zusammen, dann macht man das doch, bevor man so einen Gesetzentwurf einbringt und nicht danach. Und jetzt kann man natürlich so tun, als sei das alles ein großes Missverständnis, aber bei den Trägern war ja die Empörung wirklich groß, oder sie ist groß. Die Empörung, also die Träger haben doch gesagt, sie fühlen sich unter einen Generalverdacht gestellt. Sie sagen, warum ist dieses Misstrauen da? Und wer sie jetzt zurückrudern, finde ich ja gut, aber noch nicht weit genug. Aber das ist doch nur aufgrund der öffentlichen Empörung, die es aufgrund der ganzen Sache gibt. Und deswegen, weil die Träger sich darüber beschwert haben und die Empörung so groß war, deswegen rudern sie jetzt zurück. Und deswegen, wir sind der Meinung, Demokratieförderprojekte, Projekte gegen Rechts, die brauchen Unterstützung, die brauchen Förderung und die brauchen kein Misstrauen, wie in Ihrem Gesetzentwurf drinsteht. Frau Abg. Faeser für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muss auch sagen, Herr Innenminister, das war schon ein interessanter Auftritt eben. Also, sich hier hinzustellen, so zu tun, als wenn das Problem wir bei herbeireden würden. Wer hat denn das Gesetz geschrieben? Ja, wer hat denn das ins Gesetz reingeschrieben? Wer denn? Die Fraktion? Also, mir liegt ein Gesetzentwurf vor, den CDU und GRÜNE unterschrieben haben. Also muss ich zunächst davon ausgehen, dass es CDU und GRÜNE da reingeschrieben haben. Und ich will noch einmal zitieren, was der Berufsverband Mobile Beratung Ihnen dazu geschrieben hat, öffentlich. Misstrauen gegen demokratisches Engagement ablegen. Ab dem 01.01.2018 sollen die Projektträger im Land die Mittel aus den genannten Fördertöpfen bekommen, einer anlasslosen sicherheitsbehördlichen Überprüfung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Neueinstellung oder begründeten Zweifeln bekommen. Ja, wer hat denn diese neue Zuwendungsrichtlinien den Trägern geschickt? Wer hat die denn dahin geschickt? Das hätte ich gerne einmal beantwortet von Ihnen. Und ich will Ihnen einmal eins sagen. Solche Förderrichtlinien einem Verein wie dem Anne-Frank-Verein, wo die Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt Trude Simonsen Mitglied ist, die Überlebende des Holocaust ist, ist wirklich unanständig, meine Damen und Herren. Und Herr Frömmrich, sich hier hinzustellen und zu sagen, wir wären abgetaucht bei VPN,
Wer hat denn VPN-Sicherheitsüberprüft? Wer war denn das? Das war doch das Landesamt für Verfassungsschutz, was dazu geführt hat, dass VPN zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr einsetzen konnte. Bis heute sind die öffentlich nicht rehabilitiert worden. Das ist unglaublich, was Sie hier mit den Trägervereinen veranstalten, die wirklich eine extrem gute Arbeit in der Extremismusprävention leisten. Und dann sich hinzustellen und uns noch zu sagen, wir hätten die nicht in Schutz genommen, ist wirklich das Allerletzte. Wir erwarten, dass eine öffentliche Rehabilitierung erfolgt. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, ob Sie der CDU in Ihrer Koalition noch vertrauen können, wenn solche Sachen in gemeinsame Gesetze reingeschrieben wird, das überlasse ich Ihrer Beurteilung. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Melino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Faeser, ich weiß nicht, glauben Sie wirklich das, was Sie eben gesagt haben? Glauben Sie es wirklich? Glauben Sie wirklich, es ist angemessen, dieses Thema ist angemessen, sich so darüber aufzuregen, wenn wir bei der Linksfraktion verstehe ich das. Die sind ja immer noch der Meinung, es gäbe keinen Linksextremismus und den Verfassungsschutz brauchen wir auch nicht. Mit denen brauche ich darüber gar nicht zu reden. Aber mit einer sozialdemokratischen Partei. Mit einer SPD, die bisher immer der Meinung war, dass wir Extremismus und Terrorismus, egal von welcher Ecke er kommt, bekämpfen müssen, dass wir die bösen Buben und Mädchen jagen und festsetzen, und dass wir aber bewusst, und da ist Hessen vorbildlich unterwegs, gerade auch mit VPN, präventiv angehen. Ich sagte es auch in meinem ersten Wortbeitrag, dass wir denen, die irregeleitet sind, eine Chance geben, zurückzukommen. Aussteigerprogramm, alles haben wir. Und da ist Hessen überall vorne. Und VPN wurde in Hessen erfunden. Und jetzt wollen Sie dem Innenminister unterstellen, der würde VPN schaden wollen. Um Gottes Willen. Also die Nachfolgeorganisation der SED braucht mit mir über Extremismus nicht zu reden. Das wollen wir festhalten. Sie haben eine ganz wechselvolle Geschichte hinter sich. In Ihrer Geschichte haben Sie auch mehrfach Ihren Namen geändert. WASG, DIE LINKE, SED war es mal. Den ehrlichsten Namen, den Sie hatten, war PDS, prinzipiell dieselben. Also mit Ihnen rede ich über Extremismus nicht. Aber ich appelliere noch einmal an die, Sozialdemokraten. Lassen Sie doch diesen gemeinsamen Weg nicht verlassen, dass wir Extremisten bekämpfen, egal woher sie kommen, mit Präventiv und mit Sanktionen, und dass wir doch die Organisation auch schützen müssen vor irgendwelchen schlimmen Menschen. Und deshalb muss man sich neue Organisationen anschauen. Und ich habe Anne Frank gelobt, aber wir haben es doch gelesen, was dort der Fall ist. Es ist doch unklug, wenn man dort führende Mitarbeiter hat, die im linksextremen Bereich eine führende Rolle spielen. Ich wollte das ja gar nicht so weit hier auswalzen, wie es in der Frankfurter Neuen Presse im Kommentar und im Bericht dargestellt wurde. Aber mein Appell war an Anne Frank und an alle anderen, die eben jetzt nicht mehr dieser Abfrage unterzogen werden, noch sensibler als bisher darauf zu achten, wem sie dieses sensible Thema anvertrauen. Das ist der Appell, und ich hoffe, dass er ankommt. Denn wir müssen gemeinsam, diejenigen, die in der Zivilgesellschaft unterwegs sind, und wir als Staat, dafür sorgen, dass die Richtigen den Extremismus bekämpfen, dass die Menschen eine Chance haben, wieder zurückzukommen, wenn sie einmal abgeglitten sind, dass der Staat zeigt, wir meinen es ernst, wir wollen keine Extreme. In unserem Land ist Platz für vieles, aber kein Platz für Gewalt gegen Andersdenkende, Andersabstammende oder Andersgläubige. Das muss die Botschaft sein. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.
gehe ich davon aus, dass die Anträge in den Innenausschuss gehen. Oder abgestimmt, sollen die abgestimmt werden und in den Innenausschuss überwiesen werden? Abgestimmt werden, dann rufe ich auf den Antrag Top 87, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Ausbau und Unterstützung statt Misstrauen und Geheimdienstregelabfrage für Projekte, Mitarbeiter und Berater der Demokratieförderung und Gewaltprävention in Hessen. Wer diesem Antrag zustimmen kann, der bitte ich um das Handzeichen. SPD und LINKE, wer ist dagegen? CDU, FDP und GRÜNE. Damit ist der Antrag mit Mehrheit abgelehnt worden. Ich gehe davon aus, dass wir 96 auch abstimmen lassen. Ja, okay, wunderbar. Dringlicher zur Geschäftsordnung, Herr Kollege. Jetzt, Herr Präsident, ich bitte darum, dass die Ziffer 3 und die Ziffer 6 getrennt abgestimmt werden. Meine Damen und Herren, es ist gewünscht worden, dass bei dem Antrag der Drucksache 5776, das ist der Koalitionsantrag zu dem Thema, die Ziffern 3 und 6 separat abgestimmt werden. Dann rufe ich jetzt erst einmal auf die Ziffer 3. Wer der zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Dankeschön. Dagegenstimmen. Gegenprobe auch nicht. Logischerweise ist das angenommen. Ich rufe auf die Ziffer 6. Wer dem zustimmen kann, bitte ich auch um das Handzeichen. Ist wiederum das ganze Haus. Damit ist das angenommen. Nun die übrigen Ziffern 1, 2, 4, 5 und 7 und 8. Wer denen zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Das ist CDU und FDP und die GRÜNEN. Und wer ist dagegen? Das ist SPD und DIE LINKE. Damit ist der Antrag mit Mehrheit angenommen worden. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sitzung. Bis morgen früh. Eine gute Nacht. Dankeschön. Ja, diese Veranstaltung habe ich geschlossen. Ich weise darauf hin, dass der Innenausschuss jetzt sagt. Und der Umweltausschuss. Ihr könnt auch nicht genug bekommen.